Nehme ich nochmal ein bisschen Glas mit. Zur Sicherheit. Und Bauzeilen nur zur Sicherheit. Dann treibe ich hier die Ökobilanz noch ein bisschen in die Höhe. Brennt hier eigentlich noch was? Nö, oder? Du müsstest doch auch bald fertig werden. Jetzt 7 Sekunden, super. Weil ich brauche ja noch eine Hochleistungsturbine. Technologie finalisiert. Und gleich noch eine, darfst du erforschen. Ökobilanz. Ja, dann kann ich mir hier die 2 Nutzgefälle-Optimierungen bauen. Baue ich mir gleichzeitig ein Item für das Kraftwerk und für den Staudamm. Also für das Solarturmkraftwerk und für den Staudamm. Werte fallen. Ja, sinkende Ökobilanz ist mir gerade egal. Dann sollte das mit der Energieproduktion ja auch wieder besser laufen auf der kompletten Welt. Im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Oh, heiß Seuchengefahr. Und tschüss, Seuchengefahr. Jetzt muss ich mal schauen kurz, was ich denn noch brauche für diese Teile. Die Tisch-Stirling-Anlage brauche ich später noch, die selbst organisierenden mechanischen Assistenten. Die kriege ich aber nicht so ohne weiteres, glaube ich. Die muss ich mir von Trenchy kaufen, wenn er wieder da ist. Für die Parabolerinnen-Technik brauche ich da noch was? Arbeitsdrohnen, aber die werden schon produziert. Für die Nutzgefälle-Optimierung brauche ich noch Steuerungsmodule. Und zwar genau 2 Stück brauche ich, also brauche ich noch 4 Stück. Kann die mal produzieren, die Steuerungsmodule, oder? So. Entwarnung. Seuchengefahr eingedämmt. Dann haben wir hier die Seuchengefahr wieder eingedämmt. Das ist schon mal toll. Dann baue ich hier die Häuser wieder hin. Wann beschreibe ich eigentlich das immer alles so genau, was ich mache? Oh nein! 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 Ich kann jetzt hier aber mal die Biokostproduktion abreißen, eigentlich sowieso, oder? Bevor das hier alles abbrennt. Mal die Reisformen hier weg, die ich in der letzten Folge so mühsam hingeklatscht habe. Es ist jetzt natürlich äußerst suboptimal, dass das Ding auf unsere Insel zusteuert. Aber ich habe da ja mit Tornados auf meiner Insel schon so meine Erfahrungen. Siehe Anno 1404. Was? Weißt du was? Du bist ich habe eine Bewertung von Iana gekriegt. Hovercraft-Erweiterung, cool. Dann kann ich hier nämlich, wenn der Tornado sich entschließt, von meiner Insel wegzugehen, das wäre sehr freundlich von ihm, kann ich hier mehr Tee produzieren. Weil die... Das sollte ja jetzt klappen. Mit... Jetzt müssen wir nur noch die Ökobilanz hier in den Griff bekommen. Warum habe ich jetzt eigentlich den kompletten Satz wieder über den Haufen geworfen und abgebrochen? Ich sag nichts. Ich kann einfach kein Deutsch. Ich sollte mich damit abfinden. So, hier haben wir jetzt mehr als genug Energie für einen weiteren CO2-Speicher. Jetzt fehlt natürlich das Werkzeug. Das war ja wieder klar. Und der Tornado scheint uns ganz knapp zu verfehlen hier. Alter. Alter, geil. Der fliegt jetzt hier direkt durch diese Schneise durch. Ach super, das gefällt mir. Ich habe aber auch immer... Ich sag nichts mit Glück von Tornados, sonst habe ich ein Problem, glaube ich. Das braucht hier, glaube ich, 3 Felder, oder? Kann das hier, wenn es hier steht? Ja. Super, kann produzieren. Dann baue ich mir hier hinten nämlich noch ein paar Felder hin. Blub. Okay, das ist natürlich sehr optimal platziert hier. Ich glaube, ich gehe tatsächlich dazu über, das immer selber zu platzieren hier. Das ist ja... Was das Anno-Teil da manchmal zusammenbaut, das ist echt der Wahnsinn. Dann hier nochmal eine. Ja gut, das kann man gelten lassen. Auch wenn es nicht so optimal ist wie gewünscht. Vor allem, weil ich eigentlich gerne hier einen Weg durch hätte noch. Also besser so. Nein, kein Haus. Der geht jetzt tatsächlich direkt an uns vorbei, auf Sokovs Insel. Hey, what the fuck? So viel Lack muss man erstmal haben. Da geht doch noch eine. Warum baust du die nicht hin? Idiotenspiel hier, ey. So, dann sollte die Teeproduktion hier wieder besser laufen und unsere Leute sollten wieder ein bisschen glücklicher sein. Ich hoffe mal, dass das mit der Biokost jetzt funktioniert, wenn ich hier alle Reisformen abreiße. Produktion gestartet. Die Ära des Fleisches geht zu Ende. Was? Produzieren Sie Servicebots? Ach so. Cooler Erfolg. Hier, das kann auch mal weg. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Dann muss ich da drüben ohne Baupläne weiterarbeiten auf der anderen Insel. Das geht ja auch noch. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Aber ansonsten möchte ich die Farmen, wie gesagt, von dieser Insel
möglichst wegbekommen, dass wir die mit Siedlung vollklatschen können. Rohstoffvorkommen fast erschöpft. Oh, Kupfervorkommen niedrig ist natürlich nicht so toll. Tornado auf benachbarte Und Sokov wird jetzt auch angegriffen. Super, gefällt mir. Von dieser Route kann ich hier dann Gemüse runterwerfen eigentlich mal. Ups, keine neue Handelsroute. Sondern die alte hier neu benennen. Warum habe ich da eigentlich WI drin? Ach, wahrscheinlich, weil ich da immer Werkzeug rüber transportiert habe, oder? Klingt jedenfalls logisch. Ich hoffe, die Items werden langsam mal fertig hier. Das dauert ja alles immer so Ewigkeiten. Schaut es nicht mit der Produktion aus. Erstmal brauche ich mehr. Was brauche ich denn noch für einen... Registriere Feuer auf Nachbarinsel. Ach, 10 Tonnen Werkzeug. Okay, kann ich gleich mal rüber transportieren. Das wird es auch endlich mal fertig haben hier. Da müsste die Produktion hier wieder ganz gut laufen. Ja, das glaube ich geht ganz gut, oder? Hier so. Hier muss ich dann auch mal, wenn die fertig produziert haben hier, wenn die ganzen Lager leer sind, Gemüse und Reis, muss ich die Biokostfabriken abreißen. Damit das alles effektiver läuft. Die lasse ich jetzt zu Ende produzieren und dann schauen wir mal. Die Ökobilanz sollte uns dann auch wieder ins Unermessliche steigen. Unermessliche ist Ansichtssache. So. Das habe ich ja immer hier oben gehabt. Warum steht es eigentlich ständig da unten, das Individualistenschiff schon wieder? Kann ich überhaupt nicht haben. Nieder mit dem Individuellen. So, das stelle ich hier hin. Nein. Hier. Ist zwar jetzt ein bisschen nah dran da, aber egal. Und, nee, das lasse ich jetzt nicht schon wieder 30.000 Wege bauen hier, das muss ja nicht sein. Ich könnte eigentlich noch einen bauen, also einen Maker, weil ich so viel Energie habe momentan durch die Teile hier, aber das spare ich mir lieber auf für eventuelle Biokosterweiterungen, weil ich noch am Zweifeln bin, dass das hier so reicht. Mal schauen. Werte steigen. Kann ich den hier, Sekunde, habe ich denn hier auch einen Bauplan für Tee? Ja, einen ziemlich riesigen, den möchte ich aber gerade gar nicht bauen. Weil der mir ein bisschen doch zu riesig ist. Der ist ja... Ach, du Kacke, ist der riesig. Aber der könnte uns doch einiges an Platz sparen, eigentlich. Da könnte ich hier oben... Nee, hier oben kriege ich den niemals hin, oder? Registriere steigende Fruchtbarkeit. Nee, hier oben kriege ich den nicht hin. Aber hier würde ich ihn hinbekommen. Das ist eh schon weg hier. Das kann mal dann... Alle, die rot sind, werden hier abgerissen. Alle, die keinen Reis mehr haben, besser gesagt. Ja, jetzt ist der Reis leer. Da kann ich die hier abreißen. Super. Wieder ein bisschen mehr Platz. Jetzt ist natürlich hier blöderweise dieses Solarturmkraftwerk im Weg, dass ich hier effektiv Tee produzieren könnte. Ich könnte natürlich... Ich müsste hier erstmal diese Bauzellenproduktion verlegen. So rein theoretisch. Habe ich denn hier... Sekunde. Bei den Tycoons hier diese Bauzellen-Produktionslinie ist natürlich auch nicht schlecht. Wobei die natürlich auch reichen würde. Wenn ich die ein bisschen anders baue hier. Aber die kenne ich ja schon. Die Bauzellenproduktion. Da kann ich die hier mal vorübergehend abreißen. Und neu bauen. Dann braucht es ja hoffentlich ein bisschen weniger Platz hier. Die ganzen Straßen können jetzt mal weg hier. Natürlich holt jetzt das wahrscheinlich keiner ab. Ach doch, hier ist auch nochmal Platz. Cool, dann passt das. Ja, Klappe hier oben. Da kann ich mal von den Tycoons her... Entwarnung. Tornado abgeflaut. Ja, Tornado ist weg und hat uns nicht mal erwischt. Super. Freue ich mich. Dann müsste ich aber diesen Ozone-Maker hier versetzen. Der stört da dann. Nee, kein Kraftwerk, sondern nur so ein Maker. Hier kann er aber nicht hin. Der könnte aber mal hier hin. Modul fertiggestellt. Und hier haben wir Arbeitsdrohnen fertig. Super, dann kann der mal weg. Und dieses Teil kann hier mehr so unten hin. Weil ich da nicht so viel brauche, glaube ich. Nicht so viel Platz. Ich baue das jetzt mal hier so lang, weil ich nicht genau weiß, wie lang das sein muss. Ihr kennt das bestimmt schon, wer Walles Videos schaut, kennt diesen Bauplan bestimmt schon.
Mal schauen, ich fail jetzt wahrscheinlich wieder beim Bauen, aber ich glaube, so schwer ist der nicht. So. Der erklärt sich ja mehr oder weniger schon von selbst. So, da haben wir einen hingeklatscht. Oh, der steht nicht richtig. Das stört natürlich einen Perfektionisten wie mich, dass das hier nicht so steht und nicht so passt. Aber jetzt hat. So, hier haben wir schon mal eine von den Bauzeilenproduktionen. Die kennt ihr wirklich bestimmt, weil die sieht ein bisschen aus wie ein Hakenkreuz, wenn man hier so draufklickt. Aber macht nichts. Da bin ich mal nicht so zimperlich jetzt. Hier brauche ich 4, das geht nicht hier. Scheiße. Schade, wie ich so gern sage. Aber hier geht's, oder? Ja, so müsste es gehen. Dann mal hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 müsste passen. 1, 2, 3, 4. Ja, super. Nee, erstmal die. Und dann die Schmelzwerke. Dann sollte das die Bauzahlenproduktion ja decken. Ob mehr, weniger Platz braucht sie jetzt nicht unbedingt, habe ich gerade festgestellt. Aber egal. Eigentlich braucht sie sogar mehr Platz, oder? Aber glaube ich, läuft effektiver. Hoffe ich jetzt mal. Jemand Interesse an aber ich bekomme hier, glaube ich, diesen Bauplan nicht hin mit dem T, oder? Probier es jetzt mal. Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt dann wahrscheinlich einen T-Mangel habe. Ich probiere es jetzt einfach mal. Der muss da leider bleiben, der Marktplatz. Der kann aber auch hier hin. Na, ausbauen. Dann habe ich hier mehr Platz. Dieser Ozone-Maker muss leider auch da bleiben. Und der kann auch mal hier ein bisschen mehr an den Rand dran. Nicht so mitten reingeklatscht. Kann ich das hier abreißen. Und habe hier überall mehr Platz. Platz, ich brauche Platz. Viel Platz. Dann muss ich mal schauen hier. Ich habe hier mir den Bauplan mal zurechtgelegt. Also zurechtgelegt ist gut gesagt. Ich habe hier chronisch zu wenig Platz auf meinem Schreibtisch. Das könnte aber sogar funktionieren. Wie viel Platz brauche ich denn hier nach oben? Dum-di-dum-di-dum-di-dum. 4, okay. Dann setze ich das mal ganz hier oben hin. Und mache hier... Teeplantage brauche ich genau. Keine Fischerhütten, Teeplantagen bitte. Da kommen wir jetzt hier eine hin. Und dann 4 weiter noch eine. Scheiße! 9! Ich bin 1 zu... Na, verdammt. Ich hasse es. Nein! Und wieder verkackt. Ach, was kann ich eigentlich? Nicht viel, oder? So, jetzt nochmal ein Versuch. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Oh, ich kann auch gar nichts irgendwie. Warnung. Rohstoffvorkommen erschöpft. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil jedes Kupfervorkommen erschöpft ist. Aber ich habe ja unendlich abbaut Dingens. Ja, super, jetzt hast du es hier hingesetzt wegen dem Speichern. Mann. Ich habe ja unendlich abbaut Dingens auf den U-Plateaus. Das ist dann schon mal nicht so schlecht. Da muss hier. Weg. Hin. Geht auch schon wieder heute völlig abgehackt, warum auch immer. Aber ihr kennt es von mir bestimmt nicht anders. Dann hier noch eine hin. Warnung. Produktion gestoppt. Okay. Alles klar. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Es kann sein, dass dieser Ozone-Maker hier noch weg muss. Mal schauen. Jetzt erstmal natürlich hier die Felder bauen. Oh Gott, wie ist denn das jetzt angeordnet? So wahrscheinlich, oder? Ich denke mal, dass es so angeordnet ist. Ja, so ist es angeordnet. Ja, ich glaube, der Sonnenmecke ist im Weg. Jep, der ist im Weg. Scheiße. Das ist jetzt natürlich nicht so optimal. Aber auch nicht sonderlich tragisch. Die sind dann so angeordnet. Ach so. So, das wäre es hiermit, aber dieser Ozone-Maker muss einfach gedreht werden jetzt. So, der muss hier hin. Okay, mache ich es mal so. Sonst hat er wieder eine reduzierte Produktivität und das wollen wir ja nicht. Jetzt kann hier dieser Weg oben weg. Wenn der komische Zeppelin mal landen würde. Ja, kann nicht kopiert werden. Klappe.
So, jetzt haben wir hier wieder eine effektivere Teeproduktion. Das ist relativ cool eigentlich, dieser Bauplan. Der gefällt mir schon. Da muss man schon mal sagen, Walle, hast du gut gemacht mit dem Bauplan. Und ich muss sagen, ich muss jetzt wieder eine Aufnahmepause machen. Ich habe schon wieder überzogen. Ich würde sagen, man sieht sich dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Servus.